Hi und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Tacoma, mein Gott. So, dann gucken wir mal. Gescheitert. Wollte nur mal wegen einer Verlängerung nachfragen. Andrew, ich rede nicht darüber, wer die Rechnung bezahlt. Ich spreche über Nikolas. Sieh dich alle 4 Monate. Und dabei berücksichtige ich nicht mal meine Gefühle, die ich hier beiseite lasse. Du denkst vielleicht, er zeigt es nicht, aber Nikolas wünscht sich wirklich, dass du hier wärst. Hör mal, wenn du aus deinen Vertragsverlängerungen aussteigst, werden wir schon einen Weg finden. Du weißt, dass meine Eltern in Währungscash gut abgeschnitten haben. Mein Vater sagt immer, ich will dich nur zu Hause haben. Dich auf die Wohltätigkeit deiner Eltern zu verlassen, ist deine Lösung. Ich sammle Eigenkapital hier oben. Meine Treuepunkte werden Nikolas Schule bezahlen. Und wenn ich aus diesem Vertrag aussteige, werden wir das alles verlieren. Und ich bin nicht... mir gefällt diese emotionale Sabotage nicht. Wenn du doch weißt, tut wirklich weh, so überhaupt nicht geschätzt zu werden. Du, es tut mir leid, ich... Verbindung unterbrochen. Nachricht nicht versendet. Erneuter Sendeversuch. Dann schätze ich mal, dass wir einfach so weitermachen wie bisher. Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen einen Notfallplan ausarbeiten. Aber VT sollte doch kommen und uns abholen, oder? Innerhalb 24 Stunden. Hör mal. Erhöhe, im allerschlimmsten Fall kurzfristig einfach unsere Sauerstoffversorgung. Es gibt wirklich keine Möglichkeit, ein Signal nach außen zu bekommen. Es muss etwas geben, was du noch nicht probiert hast. Nein, Andrew, alle Kommunikationen werden durch ein sicheres VT-Laser-Array geleitet. Und das wurde zerstört. Und die Reservesysteme wurden auch zerstört. Hör auf, mir zu schreiben. Der hat echt Angst zu sterben. Odin, I'm freaking out. I'm freaking out. Close your eyes. I did already. A light wind rustles the green tall grass. Your skirt billows gently. Warm sun caresses your back. Yes. You begin walking forward. The grass is cool. Your feet parted with each step. Do you see what is in front of you? As gerade einen Nervenzusammenbruch. Verständlich. Aufzeichnet vor 3 Tagen. Mehr gibt's da nicht? Okay. I step through the grass. I naturally come upon a path. Yes. The dirt of the path is soft on the soles of my feet. I don't know what's going to happen to us, Odin. Sarah. I am striding forward confidently upon my appointed path. Wherever it takes me is where I am meant to be. I am striding confidently on my appointed path. Sarah? Yes, Odin? Are you going to be all right? I think so. Oh, Evie. Okay, Versorgungsgrad. Irina, Versorgungsgrad Kühe. Okay. Na, dann gucken wir mal hier rein. Was ist da? Ein Bild.
Der hat gerne gemalt. Oh, ich hab's aufgemacht. Steht da. Wie drehe ich das so? Warte. Granmola Set mit 7 Kunstzeichenstiften. Kann ich die Stifte da reintun? Guck mal, kann ich die da reintun? Nicht so, wie ich es will, aber okay. So, dann kann ich das einmal zumachen. Was ist das hier? Okay. Code für irgendwas. Oh je, Seite 4. Spezifischer Antrag mit Begründung. Gewinner wird es den Richtlinien ausnahme. Richtlinien, kein Geländer. Ich bitte um die Einführung einer offiziellen Trauertages zum 15. September jeden Jahres zum Gedenken an den tibetischen Völkermord von 2052. Der Grund meiner Anfrage ist hier bitte den Grund. Meine Familie und Tausende von anderen wurden in diesen schrecklichen Intestinsäuberungsversuch unauslöschlich getrennt. Meine Eltern und ich entkamen Tibet als Flüchtlinge. Meiner Großmutter hatte, wie so viele andere, nicht das Glück. Die Erinnerung an sie treibt mich dazu an, mich mit dieser Bitte erneut an sie zu wenden. Gedenktage wie diesen sind unbedingt notwendig, um die Erinnerung an die Menschen und Traditionen zu erhalten, die in diesem schrecklichen Ereignis verloren gingen. Bitte befolgen Sie alle, okay. 2, okay, wir gucken erstmal hier rein. Herzlichen Glückwunsch, wenn du es sehr geehrte vollberechtigte Auftragnehmer Degyab. Diese Nachricht bestätigt den Abschluss Ihrer gewünschten Währungsumrechnung. Ihr Konto wurde Treuepunkte im Wert von 154.100 SGB. Abgezogen und ihre Mitarbeiterinvestitionszahlen für die Ventus-Gürtelgebühren gutgeschrieben. Sie sind jetzt stolze Besitzer des Orbital-Bungalows. Sobald die Einrichtungen im Jahre 2088 in Betrieb gehen, werden sie dieses Mal, wenn ein Passagier ihr Orbital-Bungalow anmietet, Geld verdienen. Herzlichen Glückwunsch zu diesen klugen Investitionen und herzlich willkommen in der Ventus-Familie. Okay. Hallo allerseits. Meine Orchideen wachsen diesen Winter herrlich in der Botanik und sind bereit, sich zu vermehren. Wenn einer von euch eine kleine Orchideenpflanze haben möchte, um etwas mehr Leben in seiner Koje zu bringen, dann lasst es mich wissen. Sie erfordern etwas Pflege, aber ich bin gerne bereit, Anweisungen zu geben und eure Fragen zu beantworten. Bitte schreibt sie mir. Und sie hat sich eine geholt. Okay. Dann 0281 merken wir uns. 0281. Ich schreibe mir das ganz kurz auf. Ich werde das vergessen, weil ich halt auch nicht weiß, wann ich das dann brauchen werde. Momento. 981. So. Okay. Dann haben wir hier auch alles. Da drin warm war, dann können wir nach oben. Öffnen. Okay, willkommen. Wiederher-Daten aufgezeichnet. Aufzeichnen vor 6 Monaten. Crewdaten sichergestellt. Okay, Odin. Ready? I'm gonna do it this time. Was machen die? Die spielen irgendwas. Okay, das ist ja cool. Achtung, feindliches Feuer, Leben. Okay. Die Musik stört ein bisschen. Ja, ich habe es aufgemacht und ich bin mir nicht sicher, ob ich es kapiere. Du siehst sie, der Crew. Du musst sie der Crew schenken, damit sie vom grellen Schein deiner glänzenden Kopfschwade nicht mehr geblendet wird. Nikolas. Ha, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Papa. Gescheitert.
Das soll, ne? Das Fallen nach der Sicherheit des Gesetzentwurfs. Die Gesetzentwürfe hatten das menschliche Überwachungsabkommen abgehoben und den ehrgeizigen Projekt der Türen geöffnet. Raumfahrt- und Gastgewerbeunternehmen wie Venturus sehen ihr Gewinn strumpfen. Begeben sich. Sie sich in den Fintus Gürtel eine Gruppe von 1000 automatisierten preisgünstigen im Raum rund um die Erde stationierten Orbitalbungalows. Die vollautomatisierten Sicherung der Orbitalanlagen ist derzeit aufgrund des menschlichen Überwachungsabkommens verboten, welches fordert den Venturus alleine über 15 Milliarden SGD in die Entwicklung, den Bau und die Stationierung der Bungalows, wie auch in die umfangreichen Lobbyarbeiten größtenteils über Ratsmitglieder und Sympathisanten Douglas Schun zur Aufhebung des Schun trat vor 3 Monaten von seinem Sitz zurück. Heute, als die OKWP-Delegierten gegen die 418-132 stimmten und damit für die Behaltung des menschlichen Überwachungsabkommens sorgten, Verticus Attikus sanken auf eine Allzeittiefe in der Nachfolge der OKWPA-Abstimmung und anhielten den öffentlichen Empörungen jener Menschen, die im... Holy fuck, Alter, diese Texte. wo bin ich stehen geblieben? Jene Menschen, die im Voraus für Venticus Nutzungsmitgliedschaften gezahlt hatten. Dies hat zu Spekulationen geführt, dass Serowind-Position als Generaldirektor Men-Vorstand war, für Kommentare nicht zu erreichen. Ah, holy, es ist so viel Text. Okay, Amazon-Universität, I don't know. Was ist das? Zigaretten. Gewichte. Verpackung greifen. Okay. Hallo Andrew, schade, dass du bei der Einweihungsfeier nicht dabei sein konntest, aber sie war wirklich schön, sogar Nikolas schien ergriffen. Wir haben den Eintrag deiner Großmutter gefunden, hier ist ein Foto, wir machen dann einen gemeinsamen Besuch, wenn du zu Hause bist. Ein Foto? Mondgöttin. Okay. Der beste Trainingscampus für darstellende Künstler, den die Demokratische Ostkoalition zu bieten hat. Die ersten unter den Unternehmensplatzierenden für deine Universität. Okay. Oh Gott, ist das viel Text. Sehr geehrter Herr Deckbay und Herr Figuraro, vielen Dank, dass wir Ihnen und Ihren talentierten Sohn Nikolas unseren innovativen Campus zeigen dürfen. Als führende DOK-Bildungsstätte für darstellende und erweiternde Künste ist die AU Buffalo stolz, das Ziel Nummer 1 für talentierte Studenten wie Nikolas zu sein, deren Ambitionen sie zu einer bedeutungsvollen Karriere in der Kunst antreiben. Sie haben Interesse geäußert, etwas mehr über die finanziellen Optionen zu erfahren, um die Ausbildung ihres Sohnes zu ermöglichen. Gerne akzeptieren wir Treuepunkte von internationalen anerkannten Körperschaften, einschließlich der Venturus-Familie, von Kapitalgesellschaften zu konkurrierungsfähigen Preisen. Und wenn Nikolas in der Lage ist, nach dem Abschluss eine Anstellung innerhalb der Amazon-Unternehmensstruktur zu sichern, bieten wir Unterrichtsgebühren, Erlassprogramme, die Nikolas quasi eine kostenlose Hochschulbildung ermöglichen. Wir danken erneut für Ihren Besuch, unseren Campus und dass wir Ihren talentierten Sohn kennenlernen durften. Falls Sie weitere Fragen haben, freuen wir uns, von Ihnen zu hören. Okay, weg damit. Okay, dass du den Ausblick nicht willst, verstehe ich. Hausaufgaben sind wichtiger als Spaß, Papa. Alles Liebe, Nikolas. Verbringe ein gutes Jahr im All. Okay.
Sie ist scheinbar ziemlich oft am Gewinnen. Okay, wo brauchen wir denn den Code? Wir haben einen Code. Wofür brauchen wir den denn? Ich habe keinen. Habe ich irgendwo was übersehen, wofür wir einen Code brauchen? Meine Nase juckt. Warum juckt meine Nase? Habe ich hier was? Nee. Und hier war auch nichts. Wo habe ich einen Code gebraucht? Irgendeinen Code für den Botaniker. Habe ich unten einen Code übersehen? Hier war nichts. Oh, heute ist es wieder hochgegangen. Irgendwo ein Code übersehen. Eine Stelle, wo ich einen Code eingeben kann, meine ich übersehen. So. Da war ich drinnen. Da war ich drin. War hier was? Ausschalten? Tau überfordert. Könnte der Code sein? Oh, ich habe keine Ahnung. Bitte Vorrichtung abtrennen. Glücklicherweise scheint Orden trotz des Versuches, Daten zu löschen, mental intakt, nur eben inaktiv zu sein. Es dauert nicht mehr lange, bis wir ein Gesamtbild der Datenstruktur vorzuliegen haben. Es sieht aus, als hätte jemand versucht... okay. Habe ich hier was vergessen? Unter Auftragnehmer Ferrier. Begeben Sie sich unverzüglich zum Maschinenstationsmodul. Sobald die KI-Daten aller Module übertragen wurden, müssen Sie auch das psychische Prozessormedium der KI sicherstellen und zurückbringen. Letzteres hat höchste Priorität. Habe ich hier irgendwas? Ich weiß es nicht. Habe ich hier was übersehen? Habe ich irgendwo noch einen Code gebraucht? Ich meine, mit der Puppe war halt irgendwas noch. Nee. Habe ich nichts... Wo brauche ich den Code? I don't know. Hier ist halt nichts mehr. Meine Nase hört nicht auf zu jucken. Ah! Nervt mich das. Meine Nase nervt mich. Ah. Okay, aber wir sind schon ziemlich nah am Ende. Es fehlt nur noch ein Ort, würde ich zumindest sagen. Verlasse Biomedizin-Modul. Danke für die Werbung. Vielen Dank. Okay. So, wir sollen jetzt hier hin. Der Zugang ist immer noch verweigert. Docking. Hier war ich ja schon. I'm confused. Personal waren wir. Hier waren wir. Hier ist nix. Hier dürfen wir nicht rein. Zugang zur Maschinenstation. Okay, hier müssen wir rein. So. Und runter geht's. Okay. Und der Ruckler wieder. Betrete Maschinenstation. Was? Was? Was statt Verbündete? Verbündete? Was?
What? Schmieb? Schmieb? Fast geschafft. Vorsicht mit den Ordinhirn. Es hat mehr Prozesspower als ganz Luxemburg, glaube ich, stand da. Jetzt mal ernst. Lass es bloß nicht fallen. Hier nochmal H. Okay. Tschüss. War das nicht fallen? Luxemburg. Ja, tatsächlich. Okay. Gut. Also ich soll definitiv als erstes hier hin. Operation Mondschuss... Mondschussstatus bereit. In Kryo. Manuelle Steuerungssoftware bereit. Wird in Drohne installiert. Drohnenlebenserhaltung und manuelle Steuerung hat wir bereit. Drohne wird gestartet. Steht bereit zur medizinischen Unterstützung bei Kryo-Prozess. Macht KI-Sachen. Katzenwald. Margaret Katzenwald schläft wahrscheinlich irgendwo. Los, Team. Okay. Was stand da vielleicht? Vielleicht. Was ist vielleicht? I'll catch up with you. Okay. Earlier, when you decided to withhold information from Natalie about her medical scans, that was to avoid causing. Okay, einmal kurz gucken. Ich schreibe, um Ihnen meine Gesinnung mitzuteilen. Im Fall, dass diese Mannschaft den Vorfall an Bord von Tango nicht überlebt. Ich bin mir bewusst, dass die medizinischen Scans des Besatzungsmitglieds Kuroshenko zeigen, dass ihre Überlebenschancen nach Eingang in die Kryostase minimal sein wird. Wie dem auch sei, ist es weitaus humaner für Frau friedvoll im Kryoschlaf hinzuscheiden, als auf einen toten Station zu ersticken. Ich möchte, dass Sie wissen, dass dies meine eigene Entscheidung aus gesundem Menschenverstand heraus getroffen war und dass ich die volle Verantwortung übernehme, im Guten wie im Bösen. Fehler, keine Datenverbindung. Nachricht wird versendet, sobald die Datenverbindung wiederhergestellt wird. Gescheitert. Hallo Sarah, du hast gesagt, dass ich mir Zeit nehme und dich informieren soll, wenn ich bereit bin, in Kryostase zu gehen. Aber ich bin jetzt soweit. Wenn ich das ohnehin durchziehe, macht es keinen Sinn, noch mehr Sauerstoff zu verschwenden, indem ich rumtrödel. Ich habe allen, die noch wach sind, eine Nachricht geschickt, aber ich wollte dir nur für deine Geduld und Führung danken und deine Diskretion, als ich mir der Dinge nicht sicher war. Ich weiß, dass viele Leute an deiner Stelle einfach Scheiß auf diesen Kerl, ich habe keine Zeit für sowas gesagt und den Stationsadministrator auf mich angesetzt hätten, etc. Aber ich schätze wirklich deine Fürsorge. Auch wenn ich weiß, dass ich nur gegen das Unvermeidliche gekämpft habe. Aber ich schätze, dass wir das alles tun, warten wir ab. Danke, dass du meine Freundin bist. Ich komme jetzt zur Kryo. Wir sehen uns dort. Zu schlafen vielleicht, um zu träumen. Ach, da liegt der Hund begraben. Denn welche Träume mögen kommen in diesen Schlaf des Todes? Sarah, Bert macht sich lustig über mich, weil meine Eltern Hippies waren und mich nie Gen filtern lassen haben, bevor ich geboren wurde. Es tut mir leid, Nate. Viele Eltern lassen ihre Kinder nicht Gen filtern, manchmal aus religiösen Gründen, manchmal weil sie Hippies sind. Wie läuft die Arbeit mit der Drohne? Tut mir leid, Doc. Bei mir dreht sich momentan alles darum, dass Bert sich über mich lustig macht. Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Darum geht es doch gar nicht. Okay. Ich würde aber sagen, Hartplatte platzieren, okay. Ich würde aber sagen, wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Bis dann und bye bye.